Mit Dolph müssen wir uns heute gegen einen Neko-Drachenbeschwörer behaupten. Das klingt ziemlich heftig, aber ich glaube auch, dass wir dieser Aufgabe gewachsen sind, Leute. Die Aufstellung haben wir schon beim letzten Mal gemacht, legen wir direkt los. Welcome, child of fate. Once your soul is offered up to Lord Duma, our aims will be realized. Surely there is no call for needless struggle. This way, your highness. Guess what, pal? I don't care what kind of wacko nonsense you're spouting. I won't let you lay a finger on Celica. The buzzing of ignorant flies is so very vexing. Perhaps the jaws of my necro-dragons will silence your interruptions. Na, mal sehen, ob es dazu kommt. Nach wie vor mit derselben Musik hier. Aber wir haben einiges im Petto, was ganz lustig werden könnte. Und legen auch sofort los. Was für ein ekliges Moor hier. Was ist das nur für eine Substanz? Wirkt fast wie Blut hier, wo man das hier durchquert. So, wir müssen natürlich entsprechend dafür sorgen, dass es auch allen gut geht, die das Moor durchqueren. Und ich glaube, eine Anrufung wäre auch nicht verkehrt, aber dann sorgen wir erstmal dafür, dass die anderen auch vorwärts kommen. So, du gehst dahin. Und nun wird es Zeit. Tja, auch wir haben unsere eigenen Illusionen. Wie eh und je. Das kriegen wir alles auf die Reihe, so. So, nebenbei werdet auch ihr weitergehen. Na, wie machen wir das am besten? Ja, teilen wir uns ein bisschen auf. Das wird schon funktionieren irgendwie. So, natürlich unsere Pegasus-Einheiten können natürlich auch alle vor. Das sind halt wirklich Scharfschützen. Und so ein Stahlbogen kommt halt gleich mal auf plus 9 dann vergleichsweise. Also auf 24 Angriff. Das Problem sind eigentlich auch eher die da hinten. Der hier stört mich gar nicht mal so sehr. Aber ich sehe gerade, kommt der nicht sowieso... Zu Valba würde er kommen. Ah ja, okay. Das hilft uns doch als Information schon mal ein gutes Stück weiter. So, wir teilen uns entsprechend auf. Und dann sehen wir doch mal. Ja, das hat man kommen sehen. Stört mich aber nicht besonders. Oh Gott, 4 Stück wirklich. Aber wir kommen hier durch, kein Problem. Wir sind auch schon fast da. Moment, erstmal gehst du nach vorne. Und wir schauen mal, wie wir uns aufteilen. Du bist eh defensiv genug und hältst eine Menge aus. Alles keine große Sache dementsprechend. Auch unsere Schützen dürften schnell genug sein. Wenn ich das richtig sehe, da kommt auf 8 minus 3. Na, 7 minus 3. Es wäre aber auch nicht so schlimm, sich treffen zu lassen, oder? So stark ist der Typ jetzt auch nicht. Naja, 18. 9 mal 2. Bei ihm ist es noch ein bisschen mehr. Da sind es gleich 11 mal 2. Wobei er durchaus alles verkraften würde. Das ist wirklich so. So, unsere Pegasus-Einheiten können relativ frühzeitig damit beginnen, eventuell Drachen abzufangen. Ich meine, die sind ja auch ziemlich flott immer unterwegs, diese Nekro-Drachen. Ich denke mal, da kommen wir schon einigermaßen klar. Und gleich mal eine Erholung casten hier, bitteschön. Und hier tut sich auch gleich ein bisschen mehr. Gleich die nächste Anrufung raushauen.
So, das hilft auf jeden Fall. Zeit für ein bisschen Ablenkung. Wer sagt's denn? Oh, perfekt. Noch besser. Oh. Oh, das war super. Ach, stimmt, der Nekrodrachen können auch noch fliegen. Okay, das macht die Sache immer ein bisschen gefährlicher noch. Nein, greift die Nekrodrachen noch nicht an. Das heißt, Jenny sollte hauptsächlich zur Ächtung greifen. Das sehe ich schon. Ja, lass gut sein. Mensch, was macht ihr denn? Jetzt sind meine Phantome wieder völlige Vollidioten. Danke. Immerhin hat der überlebt. Ja, das überspringen wir soweit. Alles klar. Naja, es stehen schon noch ein paar Phantome rum. Das dauert noch ein bisschen, bis sich da wirklich viel tut. Und wir haben hier natürlich entsprechende Leute aufgestellt, die wirklich kurzen Prozess mit euch machen. Tja, da kommen wir aber leider nicht drüber. Aber mit dieser Aufstellung ist zumindest schon mal ein bisschen mehr drin, würde ich sagen. Das geht erstmal Richtung Kamui, diese Erholung. Bitteschön. Tja, und als nächstes wird es Zeit für eine Ächtung. Los geht's, mal sehen, wie viele wir wegbekommen. Einer nur? Nur einer? Oh Mann, ey. Ich hätte wirklich damit gerechnet, es wären ein bisschen mehr. Wie unschön. Immerhin haben wir hier auch noch ein bisschen Offensive, die uns hilft. Ja, ein starker Zug würde ihn erledigen, richtig? Das ist doch ziemlich cool schon mal. Dann machen wir das doch auch gleich mal. Wie sieht's mit den Schützen da aus? Leider kommt man hier nicht irgendwie drum rum oder so. Das klappt überhaupt nicht. Mit ihr könnte ich natürlich ein bisschen vorstimmen. Das würde schon funktionieren. Hier haben wir einen Distanzseraphim. Was uns natürlich auch weiterhilft. Dann macht das doch mal. Sehr gut. Aber das könnte echt noch lästig werden mit diesen Nekrodrachen da unten. Ich sehe schon. Eine heikle Sache. So, du haust auf jeden Fall deine Erholung raus. Das ist sehr, sehr wichtig. Gut so. Geht's dir wieder super. Ja, ich kann auch einfach mich mit Defensive vorarbeiten. Das geht natürlich genauso. Glad I'm on your side. Wir dürfen auch nicht vergessen, diese Schützen hier eben haben jetzt jeweils 24 Angriff. Wir haben ja 11 Verteidigung, also 13 halten wir auch aus, noch zweimal. Ist kein Problem. Darf nur nicht mehr passieren. Das heißt, ich könnte durchaus mit Palla auch vorstürmen, wenn ich möchte. Aber es macht hier sowieso zu wenig. Solange die Nekrodrachen noch rumstehen, ist das leider ein extrem hohes Risiko, was damit verbunden ist. Ich wünschte, das wäre anders, aber so sieht es leider gerade aus. Was haben wir hier? Das bringt uns zu wenig. Ein Stoß bringt uns auch gerade nichts. Okay, auf Jesse konzentriert er sich erstmal ein bisschen, macht aber nichts. Geht ruhig da weg, das finde ich gar nicht so übel. Ja, mach das mal. Aua. Trotzdem unangenehm. Er kümmert sich um die Illusion. Das überspringe ich mal. Das ist eh klar. Ah, die Dunkelkrieger bewegen sich sehr gut. Oh nein, unsere Illusionen sind wieder total blöd. Ich kann wirklich Illusionszüge überspringen und danach mal sehen, wie sich's so ergibt, oder? Das ist wirklich so. Okay, geht's allen wieder prima soweit. Das ist doch schön. Solange die da rumstehen, ist das Risiko auf jeden Fall um einiges geringer. Wir haben hier natürlich Leute mit massiver Geschwindigkeit. Das ist das andere Problem.
Oh, und dazu hier noch mit 20 Angriff. Das tut auch ganz schön weh. 20, wirklich. Oh Mann, ey, da kriege ich ja 9x2 wieder reingedrückt. Da sind jetzt diese Leute hier eher das Problem. Hauptsächlich. Ich komme leider auch nicht richtig gut voran. Ich könnte ihn aber mit Bowie dann rüberschubsen. Das würde zum Beispiel funktionieren. Und wenn ich hier nochmal kurz eine Anrufung vornehme, sollte das auch ganz gut klappen. Ich brauche ich kurz hier mit Seraphim. Das reicht aus, logischerweise. Sehr gut. Steht hier schon mal kein Necrodrache mehr rum. Du gehst bitte einfach nach unten. Sonja... Doch, Sonja kommt weit genug. Die decken allerdings später auch ein Feld ab, was groß genug ist. Muss ich vorsichtig sein. Und das ist auch einfach zu wenig Schaden. Tja, hau doch mal raus. Nochmal eine Anrufung hier. Oh ja, das hilft uns. Och nein, jetzt steht er hier aber so blöd, dass ich mit Bowie... Ich wollte doch unbedingt einen Stoß benutzen. Ach, das hätte ich vorher machen sollen, aber das hätte ich auch nicht so regeln können. Wer hätte schon ahnen können, dass das jetzt sich so verteilt. Ja, ich komme auf 17 Geschwindigkeit nur. Ich würde aber mit ihr auf 19 kommen, wenn ich den Langspeer noch rüber trade. Ich muss mir jetzt allerdings den Range von diesen Leuten hier markieren. Irgendwas rüber traden, was praktisch dafür sorgt, dass ich nicht runtergezogen werde im Speed. Aber ein Stahlschild hilft mir da leider genauso wenig. Oder ein Eisenschild oder ähnliches. Wobei, ich könnte natürlich über den Vorrat mir was rausziehen. Das würde gehen. Na, das sollte ich auch eigentlich machen. Genau, dann sorgt doch mal dafür, dass es zumindest May drüben wieder besser geht. Nebenbei lassen wir einfach mal Valba da rumstehen. Glaube ich. Ist gar nicht mal die schlechteste Idee. Wir ziehen uns also sozusagen auf die Art und Weise zurück. Genau. Ja, du kannst erstmal dadurch. Ein Valba da rumsteht. Und am besten noch möglichst weit drüben. Ruhig mit extra Defensive, aber ist egal. Haben wir auch nichts zu befürchten erstmal. Sehr gut. Wie mache ich das mit dem Traden am besten? Gut, ich kann mir dann auch wieder das selbst aus dem Vorrat ziehen. Wie war denn das nochmal? Was haben wir denn alles? Ich will auf jeden Fall was haben, was nicht unbedingt dafür sorgt, dass wir... Ah, okay, wenn ich den Engelsring mir hole, das ist doch super zum Beispiel für Catria hier. Das mache ich, glaube ich, auch, ja. Genau, denn dadurch kriegt sie jetzt auch keine Crits rein und wird nur noch von einem wirklich überhaupt tangiert. Das ist doch eine super Sache. Ich könnte so gesehen auch weit genug nach vorne. Aber dann sollte mich maximal auch nur einer treffen. Mein Schleim ist immer noch... Ja, 20 insgesamt. Eben. 20 magisch ist halt immer noch verdammt viel. So robust ist unsere Catria leider nicht. Aber zumindest stehe ich jetzt mal so hier rum. Dass das Ganze doch gut erträglich sein sollte. Wobei die jetzt wahrscheinlich erstmal rausstürmen. Eigentlich war das recht sinnlos, glaube ich. Naja, mal sehen. Ja, ich muss irgendwie nach vorne kommen. Da hilft nichts. Wir werden sehen. Das hier ist jedenfalls alles nach Plan. Die sind schön abgelenkt. Ja, da kann auch nicht mehr passieren. Den zweiten kann ich jetzt auch wieder skippen eigentlich. Da kommen jetzt die hier. Und der schnetzelt erstmal eine Illusion platt. Ja, stört mich nicht besonders. Wichtig war hier nur, dass Catria nicht gedoppelt werden kann. Ja, die Illusionen, das kümmert mich nicht. Oh, der hat sogar überlebt, cool. Oh, 5 Stück wirklich. Ach du meine Güte.
Lass gut sein, Illusionen. Ihr habt keine Chance. Ja, da sterben sie alle, toll. Aber immerhin sollten die Schützen nicht mehr besonders weit kommen. Das ist doch schon mal ganz schön. Ah, hier kann ich sogar mit solchen Späßchen wie Ragnarök angreifen, wenn ich möchte. Mit Rest 16 könnte ich sie auch einfach mal unten hinstellen. Das würde auch gehen. Hier wird der Weg ja entsprechend versperrt. Das könnte man wirklich machen. Ja, das ist eigentlich ganz clever an der Stelle. Someone's been training. Ja, das sieht gut aus. Na dann, Ragnarök raushauen, würde ich sagen. Oder Seraphim. Das erste Mal, dass wir Ragnarök benutzen. Naja, sollten wir auch. Okay, das ist natürlich super. Wahnsinn. Gewonnen-hittet den Dunkelkrieger, krass. Und noch mehr Angriff und KP vor allem, das ist sehr nützlich. Boah, diese Distanz, ne? Aber gut, wir kommen weit genug, das sollte kein Thema sein. Haut alle drauf und hoffentlich trifft ihr auch. Oh Gott, oh Gott. Das sollte nämlich nach Möglichkeit schon funktionieren. Unbedingt mit einem starken Zug, das macht richtig viel Schaden. Ja, ich meine, wenn die Dunkelkrieger weg sind, dann haben wir auch nochmal weniger zu befürchten. Jetzt sollten gleich die Arkanisten nach oben rennen, so oder so. Die werden jetzt erstmal gleich rausgelockt. Hau mit Excalibur drauf. Die Crit-Chance lasse ich mir nicht nehmen, schade. Aber es ist immer besser damit zu rechnen, ne? 19, 16, 21. Ja, das probieren wir mal. Wir sollten uns auf jeden Fall auf Distanz aufhalten, richtig? Mit dem Engelsring habe ich nichts zu befürchten auf der anderen Seite. Aber das lassen wir mal schön bleiben. Jetzt kommt erstmal Estia dran und hoffentlich trifft sie auch. Gut so. Gut, dann ist der Engelsring wahrscheinlich wirklich der sicherste Move, den ich raushauen kann. Naja, 93%. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Sehr gut. Hui! Das hat doch wunderbar funktioniert. Achso, wir kriegen noch den Wein aus Ram, richtig. Gleich mal weg damit. Jetzt kommen wir dir hier zur Hilfe. Das reicht auch so. Und alle können jetzt wieder rüber. Ja, um den brauchst du dich eigentlich nicht zu kümmern, so wirklich. Aber Kamui von mir aus. Weiter geht's, ab nach drüben mit uns. Na, du bleibst mal in der Nähe. Für Notfälle. Das hier lassen wir alles so. Oh Mann, das wird nochmal lustig, ich sehe schon. Aua. Oh, ich muss doch aufpassen auf Jenny. Oh. Kann sein, dass ich doch etwas voreilig war. Ja, das kann ich skippen. Jetzt haben die ja natürlich mit Schleim den hier weggeräumt. Was? Nein, das war's. Oh. Ups, jetzt habe ich auch so die ganze Phase übersprungen. Das war eigentlich nicht beabsichtigt. Bisschen zu schnell. Verbündetenphase hingegen kann ich wirklich überspringen. Das ist einfach lächerlich. Phantome machen eigentlich immer nur Blödsinn, wenn man es genau nimmt. Aber das heißt, hier war doch alles in Ordnung. Okay, ja, passt ja alles. War gerade nämlich ein bisschen skeptisch, dass das nicht klappen könnte, aber hat anscheinend ganz gut geklappt. Ein Glück, wir können Ächtung benutzen. Ich hoffe, es haut mehrere weg, nicht nur einen. Oh yes, 3 Stück, das ist super gut. Yep. Als nächstes geht's hier weiter. Wir können aber auch einfach einen Bandpfeil raushauen, ist vielleicht auch nicht schlecht. Hey, warte, da unten ist noch Platz. Warte mal, wenn ich dann da hier frei mache. Ach so, hier komme ich gar nicht drauf.
Aber ich würde zumindest hier noch drauf kommen. Reicht das nicht aus, wenn du auf dem Feld stehst? Ich glaube es sogar schon, ne? Aber so oder so kann ich jetzt nach unten, ohne Probleme. Aber ich habe keine Purgativ-Leute dabei. Da ist Jenny leider die Einzige. Was ich aber machen kann, ist natürlich hier Bannpfeil auf ihn hier. Ja, da kann ich auf jeden Fall mal kurz gamblen. Wir haben ja 9 Anwendungen für Milas Zeitenrad. Deswegen mache ich das mal kurz. Mal sehen, ob es funktioniert. Oh, er crittet sogar. Also perfekt. Wow, das hat ausgereicht dadurch. Krass. Das war zwar eigentlich nicht geplant, aber ist auch in Ordnung. So, du musst auf jeden Fall hochgeheilt werden, das ist klar. Wo ist jetzt eigentlich Dolph? Der ist ganz unten, okay. Ja, und Dolph ist ja eh ein Kantor, das heißt, er wird sich wieder selbst aktiv nicht wehren. Das ist immer das Schöne an Kantoren, zumindest. Auch wenn sie sonst ultra lästig sind, aber das ist schon so eine kleine Schwäche. Ja, vielleicht mache ich das auch einfach so ganz im Ernst. Naja, leider, naja gut, 11 Schaden, nee. Mit 46% noch dazu, also come on. Das kann man wirklich probieren. Natürlich wird sie getroffen. Aber sie crittet dafür jetzt auch, okay. Ist trotzdem nicht besonders nett. Jetzt muss ich mich hier noch ein bisschen zur Wehr setzen. Wie sieht denn das hier aus? Das wäre doch ziemlich ordentlich. Aber ich weiß nicht, ob ich das riskieren kann wegen dem Bogenschützen. Ja doch, diese Sturmlanze, die bringt mich dann praktisch ein Feld dahinter, wenn ich das richtig sehe, ne? Verheerende Angriffe auf benachbarten Gegner. Das hier, ja, ist zwar auch ganz nett, aber Kraft plus 10 wäre schon ziemlich heftig. Und das normale Angriff stärker auf 35 runter, hier auf 30, ne. Probieren wir es. Hui. Und das ging auch daneben sehr gut. Leider gibt sich hier keine Chance mehr irgendwie. Aber den kann ich immer mit einem starken Zug nochmal angreifen. Das dürfte ihm gar nicht gefallen. Level up für Atlas. Wow. Oh Mann, ey. Was ist denn mit dir los? Ich würde mal gerne 2 Werte zumindest regelmäßiger sehen. Die steigen. Und Jenny muss ich natürlich noch entsprechend schützen. Das ist auch ziemlich wichtig. Benutzt bitte auch mal die Defensive. Was kannst du eigentlich hier noch machen? Oh, auf 1 runter, wirklich. Wir probieren es trotzdem mal. Schade, da wäre doch die Crit-Rate natürlich gewesen. Warte mal, du kommst. Wenn da unten irgendwie... Natürlich, wir haben doch eine Möglichkeit. Nee, jetzt wird es hier mal Zeit wieder für clevere Strategien. Nein, warte, wir kommen doch nicht runter. Ich hätte mit Bowie den anderen Wender zur Seite stoßen müssen. So wie das aussieht. Das kann ich eigentlich auch noch kurz machen, ganz im Ernst. Das sind die ganz besonders coolen Strategien hier. So ein Stoß. Hilft uns doch weiter. Genau. So, dann ist die Gefahr auf jeden Fall deutlich eingeschränkt. Dann kann da unten im Prinzip kommen, was will. Wir sind vorbereitet. Geh ruhig mal eins nach oben. Ich kümmere mich mal um ihn. Damit kommen die Schützen sogar noch mal ein Stückchen weiter weg. So, und wir schützen natürlich auch hier unsere anderen Einheiten entsprechend. Auch wenn hier nicht besonders viel passieren sollte. Wir werden sehen. Ja, natürlich, die beiden greifen hier wieder an. Und er geht auf eine Illusion sogar. Sehr schön. Ah, Dolph hat sich bewegt. Interessant. Vielleicht ist er der erste Kantor, der wirklich mal was macht, außer beschwören. Wer weiß. Mal sehen. Na,
Na, Nekrodrachen sind doch harmlos. Im Großen und Ganzen, damit kommt man schon klar. Ah, perfekt, unsere Illusionen kommen auch weiter. Ach, die Schützen haben mittlerweile erkannt, dass sie da drüben eine ziemlich blöde Situation haben, oder? Aber mittlerweile sollte das hier auch kein großes Problem mehr darstellen. Wirklich, der kann uns gleich erledigen. Oh mein Gott, Tod ist so ein starker Zauber, es ist einfach nur unfassbar. Ich glaube aber, Estus ist einer, die das schaffen kann hier unten. Dann sollten wir nur einen Purgativ auspacken, dann ist das auch in Ordnung. Und Catria? Ne, auf keinen Fall. Aber Est hat immerhin 12 Res. Wobei, hilft uns das wirklich? 12 Res gegen 35 Angriff. Meine Güte, das sind immer noch 23 Schaden, die wir kriegen. Das ist zu viel. Wahnsinn. Sind alle One-Hit. One-Hit down. Das ist schon echt bitter. Und jetzt muss ich natürlich da drüben auf die Schützen aufpassen. Da hat sich jetzt leider eine neue Situation ergeben. Ja, beziehungsweise wir haben nur einen rausgelockt, richtig? Wenn ich das so sehe. Interessant. Ready when needed. Ready and waiting. I'm counting on all of you. Oh Mann, ey. Da haben wir leider nicht besonders viele Möglichkeiten gerade. Am besten ist immer noch ein Seraphin rauszuhauen. Das mache ich wahrscheinlich jetzt auch. Naja, ich kann sie ja gleich mit Bowie wieder hochheilen. Kein Problem, das kriegen wir hin. Gut so, Leute. Den hätten wir auch. Okay, alles klar. Hui. Oh, hey. Nice one. Ja, mit Defensive kann ich dich auch aufstellen, kein Problem. Dann will ich nur mal wissen, was Dolph machen wird. Oder ist er nur, ach so, er ist nur in die Vorräte, so, oder? Ich glaube nicht, dass er mehr macht. War er nicht vorher schon mal da? Komisch. Mir war so, als würde das zutreffen, naja. At your service. Was? Wir machen dem nur so wenig Schaden? Was ist denn los? Kann das sein, dass du mehr Schaden machst? Egal, ich denke nicht, dass Dolph sich bewegt. Und wenn doch, Zeitenrad haben wir noch. Also können wir uns drauf verlassen. So, und hier natürlich den Support jetzt mal mitnehmen. Erweiterte Trefferquote, immer gut. Der hat auch nur 50-50s. Ja. Gut so. Na, zusammen schaffen wir das schon. Yep, das kriegt man hin. Sehr gut. Immer mit Crits aufräumen. Das kann sie ganz gut. Look at you. I'll handle this myself. So, 27, damit komme ja ich auch klar. Ist kein Problem. Jenny ist noch nicht out of range. Das heißt, hier ist auf jeden Fall Selikas Hilfe vonnöten. Genau, so ist es in Ordnung. Die hält das nämlich nicht direkt aus. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Warte mal, Bowie ist noch hier. Ne, Bowie sollte sich um May kümmern. Ja. Das ist noch recht wichtig. Na, dann kann der Rest doch weitergehen. Ach, Jenny hat noch gar nichts gemacht, echt? Oh, wie praktisch. Gleich nochmal eine Anrufung raushauen hier. Ah, perfekt. Das dürfte uns weiterhelfen. So, die erste Illusion wird zerstört, das ist in Ordnung. Und jetzt, ja? Die nächste, sehr gut. Hier, Nekrodrachen. Ja, die Illusionen greifen wieder an, oh nein. Sehen wir doch mal, was sich so ergibt. Aua. Fiese, fiese Nekrodrachen, überall schon wieder.
Immerhin würde Bowie jetzt gleich weit genug kommen, das ist auch nicht schlecht. Das heißt, ich könnte auch die Ächtung auf jeden Fall raushauen, denn ich komme mit Zelika doch auch nach unten wiederum. Dann probieren wir es doch mal. Wir sollten eigentlich alle drin haben, oder? Zwei Stück haben wir rausgenommen, das hilft uns auf jeden Fall. Genug für meinen Geschmack ist es alle Male. Wir kommen auch hier gleich zum nächsten, sehr gut. Da müssen jetzt alle zusammenarbeiten, sonst klappt das nämlich nicht. Jetzt muss Bowie als nächstes hierhin eine Erholung casten. So, damit geht Zelika wieder gut, aber Zelika muss gleich auch wieder was weitergeben an Chenny. Dass es ihr auch wieder gut geht. Gut so. Ich könnte hier einen Feuerzauber raushauen. Oder auch einen Donner. Das kostet dann am wenigsten Leben und ist am effektivsten. Hier komme ich sogar weit genug, um da drüben anzugreifen. Das wäre zwar ziemlich massiv, aber es würde ihn nicht umhauen. Unten kann ich aber mit ihr nichts bewirken. Kann ich nicht von hier aus auch agieren? Aber es macht keinen Unterschied in dem Fall leider. Naja, es ist ihr eigener Schaden, der mit einberechnet wird noch dazu. Eigentlich kriegt sie ja nur 10 und das wird beim anderen auch nicht anders sein. Deswegen sollten wir das einfach mal ausnutzen hier. Wobei, wenn Sonja sowieso ihn nicht umhauen kann, wäre es vielleicht wirklich cleverer, eher zu Feuer zu wechseln erstmal. Dann soll sie erstmal einen anderen ruhig angreifen. Genau, das ist, denke ich, etwas besser sogar noch. So kriegen wir zumindest kaum Schaden. Gut so. Das schränkt den Radius sogar direkt schon ein bisschen ein. Das ist doch schön. Zumindest können wir unten relativ lässig agieren. Und ich hoffe mal, ich kann mich um den direkt ganz gut kümmern. So, sie macht sowieso am meisten Schaden. Das darf man nicht vergessen. Aber wir haben doch noch sowas wie Sturmlanze, richtig? Genau, das war das. Das hilft uns auf jeden Fall. Gut, und der Kantor sollte sich ja nicht wehren, wie wir wissen. Na dann, der Rest geht nach vorne. Kamui ist jetzt auch schon mal mit dabei, sehr gut. Na, ach so, Valba steht da drüben noch, ja, ist eigentlich auch egal. Das war an sich eine sinnvolle Anfangsstrategie, um die Bogenschützen abzulenken, diese Aufteilung. Gut, und er kümmert sich eh nur um Illusionen, genauso wie der hier. Also alles im grünen Bereich, soweit. Ja, das überspringen wir. Und wie ich sagte, der Kantor macht nichts, alles in Ordnung. So, jetzt kommt der lustige Teil, nämlich der Teil, wo wir einen Bandpfeil auf den Kantor schießen und der nichts mehr machen kann. Das ist mein Lieblingspart. Immer wieder. Einfach traumhaft. Ja, 47% haben wir aber nur dafür. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, mal sehen, ob wir es schaffen. Wenn nicht, ist jetzt auch nicht so wild. Aber er hat getroffen, wow. Oh, jetzt kann Dolph nichts mehr machen, tut mir leid. Ach, es ist großartig. Na, sind wir ein bisschen am Verzweifeln da unten. Was machen wir hier? Ihr kommt auch alle weit genug. Du kannst mal draufhauen. Mit dem Sakralschwert. Jawohl. Ich dachte mir schon, das ist die beste Wahl wieder mal. Super. Seht euch das an. Wie es steigt und steigt. Es ist unfassbar. So, dann können wir uns jetzt alle eigentlich darauf fokussieren, hier irgendwie durchzukommen. Wir können dann auch regelmäßig sogar Delta-Angriffe ausführen.
Wow. Wir sollten dann aber auch treffen, das wäre auch noch ganz cool. Erst macht am meisten Schaden, also darf die den Delta-Angriff auch leiten. Ach, wie schön. Ein hilfloser Kantor, ist das nicht großartig? Immer kräftig drauf. Oh verdammt, ich wollte auch Delta-Angriff machen, ich hält. Egal. Die Chance kriegen wir sicherlich noch ein paar Mal. Na, du kannst mal nebenbei Atlas noch hochheilen, sehr gut. Ach stimmt ja, sie hat ja mittlerweile Seraphim dabei, ach perfekt. Oh, wie nett. Tja, umsingelt Dolph ist jetzt das Ziel. Ein schönes Ziel. Der hat keine Chance mehr. Jetzt haben wir ihn. Weiter geht's. Alle arbeiten zusammen. So, die beiden. Ist egal. Ha, wie nett. Er kriegt sogar 10 auf den Vorräten hier. Hm. Oh, tot. Das ist auch eine krasse Animation. Aber es kostet ihm auch gut KP. Deswegen ist es gar nicht mal schlecht, wenn die Illusionen hier angreifen. Oh, das ist ziemlich gut. Ja, das stimmt. Seht euch mal an, wie viel KP das einfach rauszieht aus ihm. Außerdem können wir jetzt 3 Delta-Angriffe machen, just saying. 3 Stück. WTF. Warte mal, na, Kamui ist ja daneben. Das macht aber, glaube ich, eh keinen Unterschied, oder? Zwischen euch? Irgendwie nicht so wirklich, nee. Ich glaube, nur Valba ist hier aktiv jemand, der was beeinflusst, oder? Na, kriegst du es hin nochmal? Yes, wie gut. Wie gut, Leute. Okay, das ist ziemlich lustig. Ein Delta-Angriff. Oh yes, ich liebe es. Tja. Das war's mit dir, Freundchen. Tut mir leid. Was für ein schöner Finishing-Move. Impossible. Ja, impossible von wegen. This empty feeling is so strange. Ja gut, als nächstes könnte ich theoretisch auch Palla entwickeln, wenn ich möchte. Ne? Eine Drachenschuppe kriegen wir auch. Alles perfekt. Kampfende, Leute. Was für ein cooles Kapitel. Das war ganz schön. Ließ sich wunderbar spielen. Wait. Antis. He's still alive? Even if you leave this place alive, the faithful will hunt you down. How long will you place the lives of your friends at risk, Your Highness? You're more clever than that. That's not... Come with me now, and all the fighting ends. Come to Duma's side. What's wrong with you, lass? Run! Don't be a crazy person, Celica! You can't let him take you! Silence! Stop! Leave them alone! Please, I'll do whatever you ask! Milady, no! You've made a wise decision, Your Highness. Now come, Antis. Don't go! Celica, you can't! Celica! Doing? Would you so easily cast your life aside? I... That's not... My choices are not your matter, sir. Not my matter. You have aided me more than once, and I am grateful for it. But who are you to presume to know better how I might spend my life? What could you possibly know about me? Celica! What's going on? It's not like you to act out like this. Nothing is going on, May. Please, just leave me alone. None of you can possibly know what I'm feeling. Celica, that's not fair. That's not true, Celica. I know, as only a brother can.
It's been a long time, huh, sis? You? But that's... Conrad? I don't know how, but... Is it really you? I was certain you were dead. I managed to escape the night they burned the villa. Some of the attendants led me to safety. From there, I fled straight to Regel, my mother's home. Desaix's reach is long, but even he couldn't follow me into the Empire. I should hate you for letting me mourn all this time, and yet... I'm so happy. But how did you come to possess my circlet? It was entrusted to me. I had orders to pass it on to you once you grew into your role. Entrusted by who? Sorry, but I swore an oath never to reveal that information. Once I received it, however, I learned you'd left the island. I was so worried about you, I decided to follow and make sure you were safe. I never wanted to lie to you, but... Well, you weren't the only one in hiding. Oh. So that's why you wore the mask? Well, it is rather dashing, isn't it? You think that thing is... Me? He's Celica's older brother. You know, royalty. Oh, right. Sorry. But man, he sure is a lot less moody once that mask comes off, huh? He's like a completely different guy. Almost as if he pretends to be someone else while in disguise. Imagine that. Oh, yeah. Yeah, that was dumb. I actually hadn't intended to reveal myself at all. Halcyon, who looked after me at the Sage's Hamlet, made me swear not to. I'll have to work on my apology before I go back there. He's right, though. The most dangerous thing I could be is not dead. But after watching you, I couldn't listen to you speak as if you were all alone in the world. It drove a knife right through my heart. Conrad, I'm so sorry. Please don't apologize. I understand. I watched you come this far, after all. I saw you bear the weight of the world by yourself as Zofia's crown princess. But from this point on, I'd like to share that burden with you. I'll be at your side and protect you with my life. But you have to promise me something first. Don't ever try to throw your life away like that again. You're right. I'm sorry, Conrad. Conrad hat sich dir angeschlossen. Da ist er nun also, Celicas Bruder. Hat er sich offenbart, aber das konnte man in gewisser Art und Weise schon auch absehen, klar. Ah, sehr schön. Na, das ist doch mal was. Kommt mit einer Sakrallanze, jetzt hat er natürlich wieder seine Maske auf. Oh, was für Stats. Ich bin ganz begeistert. Das sieht ja klasse aus. Er scheint wirklich richtig, richtig nützlich zu sein. Zudem hat er da ja ein echt schickes Teil dabei. Ha, coole Sache. Das freut mich ziemlich. Gleich mal nach oben sortieren, so ganz nebenbei. So, nein. Forum wollte ich das haben, aber Emma sollte vor Randall sein, so. Alles klar. Ja, ist wirklich cool, also das gefällt mir ganz gut. Na, ein schicker Rittmeister, vor allem Kavallerie haben wir gar nicht großartig bei uns, deswegen kommt mir das sehr gelegen. Mit Atlas hätten wir so mehr oder weniger die einzige Chance gehabt, aber ihr wisst, wie nützlich zwei Bogenschützen sind. Ich will das nicht missen. Die Flexibilität zweier Bogenschützen ist für mich einfach was, ein absolutes Muss, ich weiß auch nicht. In dem Spiel, ja, definitiv. Immer. Allein schon, weil halt Bogenskills awesome sind. Ihr seht's immer wieder, wie häufig ich mit Lian einfach hier einen Bannpfeil raushaue. Magier kann keine Zauber mehr benutzen. Es ist ultimativ, was will man mehr? Das ist einfach grandios gut, das ist so nützlich. Und man einfach keinen Tod und so mehr kassieren kann. Es ist genial, ich liebe es. Also Bogenskills sind einfach so phänomenal gut, es ist fantastisch. Das muss man wirklich sagen. Ich glaube, das ist wirklich mit das Wichtigste, Bogen zu trainieren. Ja, aber ich bin auch so oder so sehr zufrieden, wie es sich alles so ergibt. Also, unser ganzes Team ist wirklich, wirklich stark, habe ich den Eindruck insgesamt. Es gibt kleinere Schwächen hier und da. Wie gesagt, Bowie ist zum Beispiel jemand, der nicht besonders gut ist bei mir, aber ansonsten... Meine ich doch, dass das alles richtig, richtig gut ist. Ja, doch, ich bin wirklich angetan von unserer Truppe hier. Und Celica allen voran natürlich. Es ist schon verrückt, dass sie Angriff 23 und Geschwindigkeit 20 hat, oder? Und das sogar mit einer relativ guten Defensive auch noch. Was will man mehr? Achso, sie hat aktuell jetzt den Langschwert dabei, weil ich hatte den ja vorhin, wer sich zurückerinnert, getradet, um einfach Crits von Dunkelkrieger zu entgehen in der einen Situation. Natürlich kriegt sie wieder Sophias Glanz, ist ja klar.
aber sehr schöne Sache. Na, das gefällt mir wirklich alles ganz gut. Dann können wir uns beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen hier in Dolphs Wehr umschauen. Und irgendwie müssen wir auch weiterkommen. Bin mal gespannt, ob man dann irgendwo rauskommt hier. Ob es irgendwie praktisch unterirdisch weitergeht oder keine Ahnung. Weil hier gibt es ja keinen eingezeichneten Weg, wenn ich das richtig sehe, oder? Oder können wir jetzt hier durch? Gute Frage. Aber sehr, sehr schön. Naja, ich denke mal, ich sehe mich dann um und werde dann mit allem Richtung... mit allem gleich mal mich um den hier kümmern. Xaesar. Wir werden danach Richtung Osten gehen. Und uns hier um alles kümmern. Im Bergschrein soll es zudem noch etwas geben, mit dem sich eine Quest hier erledigen lässt, die ich ganz gerne natürlich erfüllen möchte. Und insofern, Leute, ist das alles wieder gut geplant. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Echoes.